Schließ deine Augen oder halte deine Augen geschlossen. Richte die Aufmerksamkeit nach innen und richte die Aufmerksamkeit darauf, was du jetzt im Augenblick fühlst.
Dann kannst du mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper gehen, die verschiedenen Bewegungen wahrnehmen. Die Atembewegung, den Herzschlag, feine oder stärkere Muskelbewegungen, oder das Strömen und Vibrieren, den Energiefluss. Und dann kannst du auch andere Körperempfindungen wahrnehmen. Und du kannst wahrnehmen, wo im Körper Anspannung spürbar ist oder wo es sich gelöst anfühlt. Und dann kannst du wieder die Frage nach innen richten, was fühle ich jetzt? Und dann kann es sein, dass du zuerst nur Ruhe oder Unruhe wahrnimmst. Und dann kannst du dem Raum geben. Oder du nimmst eine bestimmte Stimmung wahr. Oder ein klareres Gefühl. Und in das, was du wahrnimmst, kannst du dich hineinsinken lassen. Und du kannst wahrnehmen, ob und wie sich das Gefühl verändert, ob es zunimmt oder ausklingt. Woraus es ankommt, ist, das Gefühl ganz zu fühlen ohne irgendetwas zu tun. Für diejenigen, die die Arbeit nicht kennen und vor allem für diejenigen, die vorher in anderen spirituellen Wegen unterwegs waren, wo es in der Regel darauf ankommt, Gefühle nur zu beobachten und sich von ihnen nicht wirklich berühren und bewegen zu lassen. Der Hinweis:
dass das hier anders ist. Das Gefühl ganz fühlen, aber den Impuls, der aus dem Gefühl kommt, nicht berühren. Denn das Gefühl fühlen bedeutet nicht tun. Der Impuls würde ein Tun bedeuten. Es ist deswegen wichtig, weil das der Kern der inneren spirituellen Arbeit darstellt und der Grund dafür ist, dass die Arbeit erfolgreich ist und viele Menschen Erleuchtung finden. Fühlen ohne etwas zu tun bedeutet natürlich fühlen ohne äußeres Tun und fühlen ohne inneres Tun, ohne zu denken, ohne zu urteilen, ohne etwas zu wollen, ohne etwas zu verändern. Und dann kannst du langsam die Augen öffnen und dabei darauf achten, dass du in der inneren Erfahrung bleibst, auch mit geöffneten Augen. In der Wahrnehmung des Fühlens, in der Wahrnehmung der tieferen Erfahrung. Einfach bleiben und innen und außen beides gleichzeitig wahrnehmen.
Ja. Manche von euch kennen meine Arbeit gut und manche noch gar nicht. Und der größte Teil ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wenn ich jetzt so unüberlegt gesagt habe, meine Arbeit, und es ist ja nicht wirklich meine Arbeit, sondern eure Arbeit, aber auch nicht eure Arbeit. Eigentlich ist es auch gar keine Arbeit, aber ich finde den Begriff trotzdem schön, traditionell. Und es ist sicher nicht das Gegenteil, es ist sicher keine Spielerei. Ja, es ist nicht meine Arbeit, weil ich habe sie nicht erfunden. Ich habe sie nur zusammengetragen. Erfunden und gewachsen ist sie in 4000 Jahren, 2000 Jahren. Insbesondere seit 700 Jahren, seit Meister Eckhart und Johannes Tauler da waren. Aber sie hat schon einige Besonderheiten dieser Arbeit. Von meinen Lehrern habe ich sie zusammengetragen. Erstens, dass sie radikal auf die Erleuchtung fokussiert ist. Das ist eine große Ausnahme. Das ist nicht oft, auch bei spiritueller Arbeit nicht. Es ist sogar eher sehr, sehr selten. Aber es hat auch damit zu tun, dass wenn, ja, hängt auch damit zusammen, wie erfolgreich die Arbeit ist, weil wenn Erleuchtung nicht geschieht, dann in der spirituellen Arbeit, dann können diejenigen auch nicht wirklich behaupten, dass sie auf die Erleuchtung ausgerichtet ist. Um das sagen zu können, muss sie auch erfolgreich sein. Und zweitens, dieser Kern, Gefühle fühlen, ohne was damit zu tun, der ist schon besonders. Der ist schon besonders. Traditionell ist eher verbreitet, die Idee, Gefühle vor sich hinzustellen, beobachten, nicht nah an sich rankommen lassen, sich nicht damit identifizieren, womöglich sie transformieren, also was mit ihnen machen. Das ist eher das Traditionelle, vor allem auch bis auf Ramana, das, was aus dem Osten auf uns zugekommen ist. Und dann gibt es schon viele, oder einige, doch wenigstens im Westen, die auch immer wieder davon reden, das Gefühl, so wie es ist, annehmen. Das ist eine gute Idee. Ist aber zu ungenau. Zum einen wird fast nie unterschieden zwischen Körperempfindungen und eigentlichen Gefühlen.
Und dann wird nicht unterschieden zwischen dem Gefühl und dem Impuls, der aus dem Gefühl kommt. Und wenn man diese Unterscheidung nicht trifft, dann kann man nicht das Tun vom Nichttun unterscheiden. Wenn man im Zusammenhang vom Fühlen Anspannung im Körper spürt, dann sind die durchaus nicht anzunehmen, weil die körperlichen Anspannungen sind die Abwehr gegenüber den Gefühlen, gewissermaßen das Nein gegenüber den Gefühlen. Wie sollte dieses Nein angenommen werden, wenn es darauf ankommt, alle Gefühle zuzulassen und da sein zu lassen? Dann ist das Gefühl da. Freude oder Trauer. Freude mit der Bewegung auf etwas hin, Trauer mit der Bewegung von etwas weg, mit der Akzeptanz des Verlustes und des Abschieds. Und das ist anzunehmen, so wie es da ist. Dann kann die Trauer aber vermischt sein mit einem Hadern. Wenn ich doch bloß das Fenster nicht offen gelassen hätte, wäre der Wellensittich jetzt immer noch im Zimmer und nicht weggeflogen. Dieses Hadern beinhaltet den Ärger auf mich selbst. Wenn ich diesen Ärger auf mich selbst einfach annehme, nehme ich in Kauf, dass mir der Schmerz und die Trauer wegen des Verlustes weitestgehend unzugänglich bleibt. Weil das Hadern bedeutet, wenn ich aufgepasst hätte, bräuchte ich nicht traurig zu sein, weil dann wäre der Wellensittich noch da. Das Hadern ist die Ablehnung dessen, was ist. Dieses Gefühl muss auch angenommen werden, aber dann sich auflösen, damit ich den zugrunde liegenden Schmerz und Trauer ganz annehmen kann. Und dann geht es weiter. Mit den Impulsen. Wenn ich die Wut annehme, muss ich dann auch den Impuls annehmen, dass ich am liebsten jemanden erwürgen möchte? Nein, weil der Impuls ein Tun ist. Und das Annehmen des Fühlens soll ja dazu führen, dass ich ganz in die Gegenwart hineinsinke. Der Impuls aber ist eine Bewegung in der Zeit. Ich will jetzt gleich jemanden erwürgen, damit er mich nie wieder betrügen kann. Das ist eine Bewegung in der Zeit. Jeder Impuls ist eine Bewegung in der Zeit. Und nur, wenn ich
ganz klar das Gefühl ganz annehme, in der Wut, in dem Zorn koche, ohne etwas tun zu wollen. Nur dann kann das Gefühl das Fahrzeug sein, mit dem ich tiefer sinke bis in die Unendlichkeit hinein. Die Impulse sind das nicht. Die Körperempfindungen sind es auch nicht. Die Anspannungen schon gar nicht. Für wen das neu war, mag das unübersichtlich sein. Der Punkt ist nur der, solange man mit dem allgemeinen Ratschlag dableibt, das Fühlen ganz annehmen und nicht Impuls vom Gefühl und Gefühl von Körperempfindung unterscheidet, ist das eine hilfreiche Anregung, um gelöster und lebendiger zu sein, aber als Weg zur Erleuchtung einfach untauglich. Untauglich. Weil Tun und Nicht-Tun nicht unterschieden wird. Und Erleuchtung ergibt sich, kann mit mir geschehen, je mehr ich mich den 100% annähere, nämlich den 100% des Geschehenlassens, den 100% des Nicht-Tuns und Nicht-Verändern-Wollens. Wer diese Unterscheidung wirklich kennt und versteht und sich mit dem Fühlen danach richtet, kann, wenn die innere Öffnung da ist und geschieht, innerhalb von 14 Tagen Erleuchtung finden. Oder auch innerhalb von 2 Tagen. Und das ist gut so. Aber Erleuchtung ist noch nicht das Ende, weil danach fängt das eigentliche Leben erst an. Wie man sich meldet, um Frage zu stellen, mit der gelben Hand, das wisst ihr, ja? Ja? Unten ist ein Button, der heißt Reaktion. Wenn man den anklickt, dann ist da unten eine Zeile Hand heben. Und wenn man das tut, bei mir ist sie braun. Dann sieht man da die Hand. Andrea? Hallo. Hallo. Eine Frage. Warte noch mal einen Moment, ich muss eben gucken, ob mein...
Ja, jetzt? Hallo? Ja. Wie komme ich vom Gedanken zum Gefühl? Also das heißt, ich sag's mal so, ich habe so einen Teil entdeckt, der Angst hat vor dem Leben. So. Und wie komme ich jetzt an das Gefühl dahinter? Also, das ist ja nur der Gedanke dazu. Sag den Gedanken noch mal genau. Der Gedanke ist im Grunde, also dieser Teil in mir, der hat Angst vor dem Leben. Ja, Angst ist das Gefühl Angst. Wo musst du jetzt noch hinterkommen? Angst. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig da ist. Also Ja. Möchtest du, dass es richtig da ist? naja, eigentlich auch nicht. Irgendwie ja, aber auch nicht. Okay. Ist wie wenn du jemanden einlädst zum Kaffee und sagst, ja, ich lade dich ein, aber eigentlich weiß ich nicht, möchte ich gar nicht, dass du herkommst. Dann kommt er auch nicht. Wahrscheinlich. Okay. Ja, aber warum willst du nicht? Ist eine gute Frage. Also, ich wüsste, warum ich es will. Ja. Also, ich habe jetzt eine Zeit erlebt, wo ich dann so diese Gelassenheit und diese Ruhe erlebt habe, sogar Liebe erlebt habe. Und dann kam dann doch wieder diese Angst. Und im Grunde würde ich gerne diese Angst einladen, aber weil, also ich würde gerne diese Angst einladen, damit ich wieder dahin kommen kann in diese Gelassenheit. Es klingt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber Nein, das ist nicht durcheinander, weil du die Erfahrung machst, dass wenn du die Ängste wegschiebst und verdrängst, dass du dann weder Gelassenheit findest noch Frieden im Leben. Ja. Aber es ist unbequem, die Gefühle zu fühlen, vor allem die Angst. Und außerdem macht die Angst Angst. Du möchtest die Gelassenheit und den Frieden wiederfinden. Und was soll dir der geben? Gelassenheit und Frieden, was soll dir das geben? Ja, auch die Angstlosigkeit, also diese Sicherheit, die da mit einhergeht. Ja, und die Sicherheit, was soll dir das geben? Ein glückliches Leben. Was für ein Leben? Ein glückliches Leben, also Ja. ein schönes. Ja, okay, da ist also wieder die Vermeidung auch mit drin. Und vor allem ist das Ich da drin, das etwas will und möchte. Aber die eigentliche Wahrheit ist, dass dieses Ich gar nicht existiert.
Aber solange es noch da ist und solange es noch etwas möchte, wird man auch nicht realisieren können, dass es nicht existiert. Und solange man das nicht tut, wird man auch nicht frei werden. Okay, danke. Gibst du jetzt auf oder was passiert? Ja, vielleicht. Oh. Vielleicht gebe ich jetzt auf. Nee, Das wäre eigentlich nicht. Das wäre auch bitter. Vielleicht muss ich es noch ernster nehmen. Vielleicht musst du tiefer deine Sehnsucht zulassen. Okay. Und dann als nächstes dir vergegenwärtigen, dass du nur dieses eine Leben hast. Und dich dann fragen, wozu soll dieses Leben da sein? Und dann kannst du andere Dinge entdecken, nämlich worin wirkliches Glück besteht. Worin wirkliche Erfüllung besteht. Ja. Okay, danke. Eduardo? Hallo Christian, guten Abend. Hallo. Ich habe eine Frage zu der Bewusstseinsübung. Und zwar, wenn ich die Bewusstseinsübung mache und falle tiefer und tiefer, komme ich irgendwann an den Punkt, wo es sich schon sehr friedvoll anfühlt und sehr ruhig wird. Wo sich was ankündigt? Wo sich das schon sehr friedvoll anfühlt und es sehr ruhig wird. Und dann merke ich, der Atem wird leichter und leichter und schwächer und schwächer. Und ich komme an einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr. Und dann hole ich einen tiefen Atemzug und dann fange ich wieder von vorne an. Das ist normal, dass das so ist. Das passiert immer. Wenn man sich tief genug versenkt und in die Tiefe sinkt, geschieht es immer. Und was kannst du also tun? Am besten ist, dass du dich dafür öffnest, wenn der Körper jetzt zu atmen aufhören sollte, dann bin ich damit einverstanden und dann werde ich jetzt sterben. Die Mystiker haben immer gewusst, dass der Weg zur Erleuchtung durch den Tod hindurch geht. Nicht den körperlichen Tod, aber den inneren Tod.
Und mit dieser Abnahme des Atmens kann man das regelrecht erfahren. Das ist sehr merkwürdig, dass das so ist, aber so ist es. Also, du kommst nur weiter, wenn du so vollständig in dem Modus bist, ich lasse mit mir machen, was mit mir geschieht, dass dich selbst diese Situation, in der es sich so anfühlt, dass der Körper das Atmen einstellen oder einstellen könnte, dass dich das, selbst das nicht aus diesem Modus herausbringt, dann machst du auch keinen tiefen Atemzug. Und dann geht das Sinken weiter. Ja? Ja, danke. Ja. Ich meine, im Hinterkopf kannst du schon noch ein bisschen den Gedanken haben, der Körper wird schon, wenn er keine Luft hat, schon nach Luft von alleine dafür sorgen, dass er Luft und Sauerstoff will, ne? Gut, ich bin eben geboren worden mit der Nabelschnur um den Hals und mein Kopf war schon ziemlich blau, als ich zur Welt kam. Und es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich eine tiefe Angst, die keine Luft zu. Ja, okay, das spielt zusätzlich hinein, verstehst du? Aber an diese Stelle und diese Angst, womöglich zu ersticken, kommt jeder. Okay. Egal, wie die Geburt war. Egal. Hm. Und das könntest du dann vorher. Weißt du, du musst auch sehen, damals, als du so klein warst und du womöglich Angst hattest zu ersticken, hast du danach die Erfahrung gemacht, oh, selbst das habe ich überlebt. Du steckst nicht nur in dieser Angst vor dem Ersticken noch fest, sondern du bist auch mit diesem tiefen Wissen, selbst eine so kritische Situation, selbst als der Tod so nahe war, habe ich es geschafft zu überleben und mich zu behaupten. Das ist genauso in deinen Zellen und in deinen Knochen und in deinem Geist und in deinem Herzen vorhanden. Und wenn du mal in dein Leben nachschaust, zurückblickst, dann wirst du womöglich entdecken, das stimmt, an vielen Stellen hat sich diese Durchsetzungsvermögen, diese Kraft, an vielen Stellen hat sie sich gezeigt, an vielen Stellen habe ich mich behaupten können, womit ich womöglich vorher gar nicht gerechnet habe. Fallen dir solche Situationen ein? Ja, das stimmt, ja. Genau. Ja. Genau. Also darfst du auf dieses Ereignis nicht so einseitig schauen. Ja, ja, gut, ja, danke. Ja. Ja. Danke dir. Jürgen, warte noch einen Moment, ich mache ein bisschen mehr Licht, sonst verschwinde ich ja gleich ganz im Dunkeln und dann wisst ihr auch nicht mehr, ob ich das noch bin oder ein Tonband. Sieht man mich, hört man mich? So, sieht man mich, hört man mich, ja? Test, Test. Nee. Weg ist ab. So, hallo? Sieht man mich, hört man mich, ja? Ja, alles klar.
Ja, ich muss sagen, ich bin durch The Work, kam ich irgendwie über drei Umwege, kam ich zu dir. Und ich habe spirituelle Erfahrungen gemacht, ohne darauf hinzuarbeiten. Vor 20 Jahren, ich bin eigentlich mehr gekommen. Ich verstehe dich nicht gut genug. Ich würde näher rangehen oder so besser, ich weiß es nicht, so besser. Ja, so ist es schon besser, ja. Ich weiß nicht, wie ich das noch einstellen kann. Ich habe eine ganz starke spirituelle Erfahrung gehabt, dass ich plötzlich, also manche sagen, du hast, alle haben gesagt, du spitzt, Stimmen gehört. Also so wie wenn man, manchmal fragt man sich, ja, gehe ich jetzt zum Kaufmann oder nicht? Und irgendwer antwortet, ja, so in einem selbst. Ne? Das kennt pass auf. Ja, ja. Es würde auch helfen, ja, wenn du mehr zum Mikrofon sprichst, aber ja, auch etwas langsamer. Ja. Und das würde auch helfen. Ja, geht es so? Ja, jetzt ich muss mal ganz kurz was umstecken hier. Ja, das ist jetzt ein technisches Problem. So. Also so jetzt. Herr Gott, nochmal über die Technik. So jetzt. Womöglich. Ja, also hier bin ich. Erst nochmal. Also näher kann ich jetzt hier nicht rangehen an die Webcam, die ist eigentlich ganz gut. Ist nicht nur die Nähe, sondern irgendwie auch. 1, 2, 1, 2. Meine Stimme ist eigentlich nur normal. Oh Gott, wie ich aussehe. Sehe ich mich selber erst. Eben erschrecke ich mich vor mir selber. Ja, Mensch, das ist jetzt doof. Wie geht es denn so einigermaßen? Nee, ne? Oder? Fang mal an. Also ich hatte spirituelle Erfahrungen, so dass ich Stimmen gehört habe und das dauerte, zog es über Wochen hin und bis ich, es war ungeheuer, bis eine Stimme zu mir sagt, du bist ein Arschloch. Wie lange ist das her? 20 Jahre. Und dann folgten mehrere Stimmen. Ich fand das eher lustig. Ich dachte, wer sagt das zu mir? Ich bin kein Arschloch. Und dann fingen sich die Stimmen untereinander zu unterhalten und ich bekam Angst. Ich bekam richtig, richtig Angst und eine Stimme sagte, bitte um Gnade. Flehe um Gnade. Ich spinne nicht, also vielleicht spinne ich doch, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bekam solche Panik, ich musste mich auf den Boden legen und den Herrn um Gnade flehen. Ja? So, und danach war es weg. Danach war es weg und da war ich wie erleuchtet, ja. Da liefen bestimmte Prozesse in meinem Körper ab, so Heilungsprozesse. Ich habe so leicht Rückenprobleme, das wurde plötzlich besser. Und ja, dann dachte ich, oh, das ist ein schöner Zustand. Aber sehr, sehr angstvoll auch, sehr angespannt, aber sehr, sehr, sehr genau, ja. Aber viele haben gesagt, der spinnt jetzt total irgendwie, ich weiß. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, ja, worauf deine Frage hinausläuft. Ja, ich möchte so gerne diesen Zustand wieder haben. Ich habe damals dann nicht richtig geschaltet. Dann kam eine Stimme, sagte, willst du jetzt zu mir kommen? Glaubst es mir nicht? Und da habe ich gezögert. Und ich dachte, was ist, ich will nicht. Nein. Ich fühlte mich ja nicht schlecht da, wo ich war. Ich war gesund, hatte Freunde. Und da war es weg. Und hielt aber noch über Wochen an, dieses Satori, sagt man vielleicht. Was hielt über Wochen an? Diese hochgradige Präsenz. Also diese okay, sehr hochgradige. Okay. Ja, aber das ist jetzt 30 Jahre her, oder? Ja, 20. Mh, 20, ja. Ja, später habe ich auch mit anderen und, Dingen beschäftigt und ja. Ja. Und das kam aus dem Nichts, also ich bin nicht jemand, der... Was möchtest du denn jetzt heute, 20 Jahre danach? Ja. Nein, ich merke gerade, ich bin ein unruhiger Mensch und du sagst ja, eigentlich soll man keinem Impuls nachgehen körperlich. Habe ich das richtig verstanden? Also auch wenn ich jetzt den Impuls habe, hier eine Tasse Kaffee zu trinken, soll ich es nicht tun und soll einfach nur den Impuls spüren. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also das heißt das, starr da zu sitzen oder wie? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das ist meine erste Frage eigentlich. Meine zweite ist Attachment. Ich merke zum Beispiel, dass ich bestimmte Dinge gerne hätte, ja, im materiellen Universum.
Ich sage jetzt nicht welche, ja, es spielt keine Rolle. Und irgendwie die Buddhisten sagen, solange du das nicht erfüllt hast, wirst du wiedergeboren. Ganz vereinfacht jetzt, ja? Stimmt das? Lass uns das Thema nicht auch noch auf weitere Leben ausweiten. Ja, dadurch wird es, sagen wir, nur unübersichtlicher. Ja, ist gut. Ist gut. Ich glaube, mit dem Leben jetzt hast du genug zu tun. Ja, ich glaube auch. Also ich bin relativ unabhängig, aber ich habe Zeit und plötzlich das Gefühl, ich mache zu wenig. Ja. Dann wieder die Unruhe. Also, die Sache mit den Impulsen, das lässt sich leicht aufklären. Ja. Wenn es Mittag 12 Uhr ist und du fängst an, hungrig zu werden und dann wird es 13 Uhr und dann überlegst du und dann wird es 14 Uhr und dann kommt langsam der Impuls, Mensch, ich könnte jetzt was essen. Da kann man nur sagen, folg dem Impuls. Ja. Mit anderen Worten, in der gegenständlichen Welt ist es oft das Richtige, den Impulsen, wenn es nicht nur impulsiv ist, sondern auch überlegte, klare Impulse, denen zu folgen. Ja. Aber das ist die gegenständliche materielle Welt, in der du dich bewegst. Ja, natürlich. Wir reden jetzt von der inneren Welt und von dem Inneren in die Tiefe kommen und Erleuchtung zu finden. Ja. Und dafür ist es erforderlich, dass du in der Lage bist, den Gefühlen Raum zu geben und den Impulsen nicht zu folgen. Ja, also wirklich ganz steif dazusitzen, sozusagen, oder so, ja, oder? Nein, ich hatte mal gesehen, in einem deiner Videos machst du so Bewegungsübungen, das fand ich total gut. Also, um mal diese Unruhe mal rauszukriegen, ja? Ich glaube, das ist vielleicht das, was ich öfter machen manchmal sollte. Das gefiel mir sehr gut. Also. Aber ich habe das Gefühl, du bist vollends unentschieden darüber, was du eigentlich möchtest. Und das führt dazu, dass du hin und her springst, von Unruhe geplagt bist und hektisch und mich kaum ausreden lässt und so weiter und so weiter. Das heißt, zuerst mal ist es ja für dich wichtig, herauszufinden, was willst du eigentlich? Ja, ich will Ruhe, ich will innere Stille und nicht ewig diesen inneren Richter hören, der sagt, tu was oder geh spazieren oder du faule Sau. Verstehst du? Das will ich nicht mehr haben. Ja? Dass ich auch sagen kann, es ist so, wie es jetzt, wie Tolle sagt, ganz im Hier und Jetzt sein, das ist eigentlich, finde ich unheimlich schön, also eigentlich auch wunschlos zu sein. Kann man das? Ist das anzustreben? Dann bräuchte man eigentlich fast gar nichts mehr zu tun, also außer essen und auch Klo gehen. Okay. Entschuldige, wenn ich bin, mir alle sagen, Leute, bist du nervös? Ich bin auch irgendwie, hat mein Vater immer gesagt, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ist das, dass du die Nervosität mit vielen Worten zu bannen versuchst? Ja, ich versuche das zu erklären und ich versuche jemanden zu finden, der mir raushilft. Ja. Also, ich meine, ich kann auch mich jetzt hier setzen, zugucken und sagen, ja. Also, ich suche jemanden, ich suche eine Technik eigentlich. Warte mal. Na. Ich habe aber auch zum Beispiel nicht das Gefühl, dass du von mir etwas erfahren möchtest. Ich habe eher den Eindruck, du möchtest deine Gedanken und so ausbreiten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du von mir etwas erfahren möchtest. Doch, ich möchte erfahren, wie ich in einen Zustand der absoluten inneren Ruhe und Zufriedenheit kommen kann. Ja, ohne Wünsche, ohne Vergangenheitsgedanken. Ja, das ohne. Ich kann inzwischen damit umgehen, aber ich habe sie, ich habe vergangen. Hör mal auf, ich habe keine Lust auf diese vielen Worte. Ja. Das würde reichen, wenn du mit einem halben Satz antwortest. Nochmal. Weißt du, dann würde ich auch irgendwie das Gefühl haben,
dass es die mit irgendetwas ernst ist. Ja, ja. Nein, stopp! Wenn ich das Gefühl haben soll, dass die mit irgendetwas ernst ist, dann würde ich damit rechnen, dass wenn ich etwas gesagt habe, dass du dann innehältst, um das zu hören und zu verstehen, statt mir noch ins Wort zu fallen und wieder was zu sagen. Wie kannst du dann dem zugehört haben, was ich spreche? Ich höre dich. Ich verstehe dich und ich will dich nicht ärgern. Ich suche was für mich und ich suche vielleicht sowas wie einen Meister, der mich dahin bringt, was ich eben versucht habe. Das verstehe ich jetzt schon gar nicht mehr. Also da, wie soll ich das anders ausdrücken? Nein, ich verstehe deine Worte nicht mehr, weil du dich vom Mikrofon entfernt hast. Weil Entschuldigung, ja, das ist blöd. Komm. Das ist ja doof jetzt. Hatte ich sonst nicht solche Probleme. Stopp, sei mal still. Okay. Sei mal still, es ist kaum auszuhalten, wirklich. Entschuldigung. Wir sind auch nicht in der Kneipe irgendwo, wo man quer über den Stammtisch hin und her quatscht und jeder nur für sich vor sich her redet und es egal ist, ob jemand zuhört oder nicht. Also. Okay. Dein Wunsch ist, dass die Unruhe aufhört und dass du innerlich die Ruhe und die Gelassenheit wiederfindest. Ja. Gut. Du fragst, was du dafür machen kannst. Meine Antwort ist die: Lies mein Buch über den Kurs in wahrem Loslassen. Hast du die nächsten 4 Wochen Zeit? Dieses Buch besteht aus vielen, vielen Übungen. Diese Übungen, wenn du die durchführst, werden dazu führen, dass du innerlich zentriert bist und innerlich zur Ruhe findest. Und dann kannst du in 4 Wochen, Anfang Juni, wieder herkommen und dann können wir darüber nachdenken, ob du darüber hinaus Erleuchtung möchtest. Okay? Oh ja, möchte ich das. Ja, mein größter Wunsch. Aber es ist ganz undeutlich, was dir das geben soll und ob du nur für dich was möchtest oder für die Erleuchtung. Und solange das Ich einfach nur möchte, dass es ihm besser geht, ist Erleuchtung keine Option, ist Erleuchtung nicht drin. Aha. Ja, es ist ein ausschlaggebendes Kriterium. Solange man Erleuchtung für sich, dass es einem besser, dann bleibt dieses Ich, dem es besser gehen soll, bleibt denn ja übrig. Was soll denn da erleuchtet sein? Aha. Das Ich kann doch nur verschwinden. Du hast es eben gesagt, in deinem Gedankenfluss, der so unstrukturiert ist, dass es auf die Wunschlosigkeit angeht. Wie kannst du zu einer Wunschlosigkeit kommen, wenn du sagst, ja, aber mir soll es besser gehen? Aha. Also, zuerst kommt es darauf an, dass du innerlich mehr zentriert wirst und innerlich mit dir mehr im Reinen und in der Mitte bist. Und dann können wir uns Gedanken darüber machen, ob du Erleuchtung willst. Und dann können wir darüber nachdenken, wie. Aha, ja, das ist meine tiefste Sehnsucht. Also, so wie ich es schon mal erlebt habe. Ja, die Sehnsucht ist, weil es sich so schön anfühlt und weil es dir dabei so gut geht. Ist das nicht legitim? Hm? Ist das nicht legitim, sich gut fühlen zu wollen? Ist legitim, bloß da kriegt man keine Erleuchtung mit. Also, das verstehe ich nicht ganz. Natürlich ist es legitim, der Wunsch, dass es dir besser geht. Aber für Erleuchtung funktioniert er nicht. Okay. Also für Erleuchtung funktioniert eine innere Haltung, in der man mit dem, was ist, einverstanden ist und in der man keine Wünsche mehr hat.
Okay. Und natürlich auch nicht mehr der Wunsch, dass es einem besser gehen soll. Auch nicht. Auch nicht, natürlich nicht. Es gibt viele Methoden mit Therapie und anderem oder auch mit den Übungen vom Kurs im wahren Loslassen, was ich eben empfohlen habe, das Buch, gibt viele Methoden dafür zu sorgen, dass es einem besser geht und das ist gut. Ja. Aber wenn man Erleuchtung will, um der Glückseligkeit willen, dann kriegt man sie nicht. Ja. Wenn man Erleuchtung will, um der Wahrheit willen, ja, dann sind die Chancen, Erleuchtung zu finden, sehr, sehr hoch. Ja. Wenn man dann die richtigen inneren Schritte tut und so. Aber dann muss man erst dazu bereit sein, auf alle Veränderungen und vor allem alle Verbesserungen zu verzichten. Okay. Ja. Also, okay. Die Reihenfolge ist erst Kurs in wahrem Loslassen mit den Übungen, die da drin sind. Mhm. Dann innerlich zentrierter werden und dann die Frage neu stellen, was ist das, was ich wirklich will? Okay? Ja, ich denke, ich weiß das schon, ich kann es irgendwie nicht richtig ausdrücken haben. Pardon. Okay. Ja. Okay. Gut. Naja. Ich bin gespannt. Ja, ich werde das mal lesen, ist okay. Ich kenne ein paar YouTubes von dir mehr, weiß ich jetzt nicht. Okay. Mhm. Christa? Ja, hallo, Christian. Hallo. Ich habe ein kleines Phänomen und ich war letzten Monat auch bei diesem offenen Meeting und bin dabei eingeschlafen. Und dann bin ich nachts freudig aufgewacht und dann wollte ich auf Toilette gehen. Und dann hatte ich einen totalen Schwindelanfall und bin panisch geworden. Im Nachhinein habe ich mir vielleicht gedacht, und ich hatte auch Todesangst. Plötzlich. Was hattest du? Todesangst. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich habe da einen Fehler gemacht, dass ich das nicht ausgehalten habe, sondern ich habe versucht, mir Hilfe zu holen und bin dann auch anschließend dann zu Ärzten und so gegangen. Was sagst du dazu? Kann das durch tiefe Entspannung kommen oder nicht? Also war ich tief oder war ich nicht? Ich kann das nicht genau beurteilen, weil der Schwindel mich da rausgeholt hat. Was haben die Ärzte zu dem Schwindel gesagt? Ich war noch im MRT und die sagen, Verschleiß sozusagen. Und Verschleiß? Und es könnte sein, also meine Halswirbelsäule wäre degenerativ und es könnte sein, dass dadurch der Schwindel entstanden ist. Dass es wie entstanden ist? Durch die Halswirbelsäule. Ja. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder durch die Halswirbelsäule oder weil die Flüssigkeiten, die das Gleichgewicht ausmachen, weil die durcheinander geraten sind. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Aber inzwischen ist es auch wieder weg, oder? Es ist fast weg. Wenn ich mich ab und zu kommt das noch wieder. Ja. Aber längst nicht so extrem wie mit dieser Todesangst, sondern es ist nur sekundenmäßig und dann ist es wieder weg. Ja. Schau. Wenn der Rücken verspannt ist und der lange Rückenmuskel geht die Wirbelsäule entlang bis zur Schädelbasis und setzt sich da in anderen Muskeln fort. Wenn die Muskeln verspannt sind, dann verkürzen sie sich.
Ist dir das geläufig? Für andere, sie verkürzen sich, wenn ich den Armmuskel anspanne, dann verkürzt er sich und dadurch wird der Unterarm bewegt. Also wir brauchen diese Mechanik, damit wir uns überhaupt fortbewegen können, weil auf die Weise werden Beine und andere Gliedmaßen angewinkelt und wieder gestreckt durch Anspannung und Entspannung. Wenn jetzt die Rückenmuskulatur angespannt ist, dann werden alle Wirbel aufeinander gedrückt und die Bandscheiben haben nicht genug Platz, sich zu entspannen und zu lösen. Und dann kommt es darauf an, die Rückenmuskeln zu lösen, zu entspannen, dass sie sich wieder dehnen, dass wieder Platz ist, dass die Bandscheiben ja Platz haben, vielleicht sogar sich regenerieren können. Die nehmen nachts nämlich Nahrung auf, wenn sie Platz haben. Die können sich regenerieren. Das ist das, was für dich nötig ist. Aber das ist keine rein körperliche Entwicklung und körperliche Sache, sondern das hängt mit den Gefühlen zusammen. Zum Beispiel der Angst, von der man ja oft sagt, dass sie einem im Nacken sitzt. Aber es hängt auch mit anderen Gefühlen zusammen, so wenn man sagt, dass einem jemand den Buckel runterrutschen kann. Auch das macht den ganzen Buckel zu einer angespannten, versetzt ihn in eine angespannte Verfassung. Das heißt, es käme darauf an, diese Gefühle mit zu bearbeiten, damit die Muskulatur sich lösen und entspannen kann. Okay. Und dann drittens, die Todesangst. Die Todesangst ist verdrängt, seit wir 4,5 Jahre alt sind und seitdem hält der Mensch sich überall fest und sorgt dafür, in diesen anderen Abgrund nicht mehr zu kommen. Sodass die Auseinandersetzung mit dem Tod gewissermaßen das wichtigste Thema für das Erwachsenenleben ist und auch so in gewisser Hinsicht das wichtigste Thema für die Erleuchtung darstellt. Den Tod annehmen, die Tatsache, dass wir nicht wissen, wann er auf uns zukommt, dass wir nicht wissen, wie viel Zeit bis dahin ist, wie er auf uns zukommt. Und dass du dich für diese innere Auseinandersetzung mit dem Tod öffnest. Du könntest dir vorstellen, dass eine Schlange dich gebissen hat und ein Gift da ist, gegen das es kein Gegengift gibt. Du kannst dich hineinversetzen, eine tödliche Krankheit zu haben. Und manchmal ist es sogar am besten, dich hineinzuversetzen, dass du zu Unrecht einer schlimmen Straftat beschuldigt bist und morgen die Hinrichtung auf dich zukommt. Und so kannst du anfangen, dich dem zu nähern und damit auseinanderzusetzen. Können mal alle die Augen zumachen und sich vorstellen, dass der Tod in einer Viertelstunde eintreten wird. Und dann wahrnehmen, was tauchen für Gefühle auf. Und es sind verschiedene Gefühle.
vielleicht Empörung, Bedauern. Was für Gefühle tauchen bei dir auf? Traurigkeit. Wie heißt der Satz? Ich bin traurig darüber, dass... Wie geht der Satz weiter? Oh, ich bin traurig. Dass ich so lebe, wie ich lebe. Ja. Ja, das ist auch ein wichtiger Effekt. Wenn man sich vorstellt, sich in das Sterben hineinversetzt, dann wird einem deutlicher, was man mit dem Leben macht, das begrenzt ist und das irgendwann zu Ende ist, ohne dass wir wissen, wann. Ja. Das ist eine wichtige Botschaft. Je erfüllter das Leben ist, desto leichter fällt es, zum Tod Ja zu sagen. Das ist die wichtige Botschaft und damit fang an. Dein ja. Leben zu ändern, dich zu fragen, was ist wirklich wichtig? In welcher Stadt lebst du? In Minden. Wo? Kennst du nicht. Münderingen? Nee, Minden. Minden? Mhm. Natürlich kenne ich das. Ah, okay. Das ist da in Richtung Paderborn, im Teutoburger Wald, ne? Ich frage nur danach, weil... In verschiedenen Orten gibt es Bewusstheitsgruppen. Ich habe schon nachgeguckt. In Hannover habe ich ja auch eine gesehen. Wo? In Hannover. Hannover. Ja, hoffen wir, dass die Webseite aktuell ist. Sonst gibt es auch noch eine Online-Bewusstheitsgruppe, so die man auch online machen kann. Und okay. Also es ist nur eine Idee. Jedenfalls sich auch Unterstützung suchen für diesen Plan, dass das Leben mehr hergeben soll, als es das im Augenblick tut. Damit es sich lohnt. Wir sterben. Ja? Okay, danke. Und nochmal zu unterstreichen, das ist ein wichtiger erster Schritt, um sich der Auseinandersetzung mit dem Tod nähern zu können. Ne? Danke, Christian. Ernst Andreas? Ja, guten Abend, Christian. Hallo. Ich hab eine Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich warum ich nicht so lebendig bin, also jetzt besser, meine Blockade ist die Scham. Ich schäme mich für mich selbst. Und das hat mich die ganze Zeit blockiert. Und das ist so meine Entdeckung. So von außen. Dieses, dass ich mich schämen muss für alles Mögliche. Ich will das jetzt nicht, aber das war wie so ein Ah. Und das finde ich jetzt so toll, dass ich das erzählen muss. Aha. Das war mein Fluch eigentlich. Ich habe immer gedacht, ich bin verflucht,
Aber das ist ja auch von außen rein. Ne? Alles war, ja. Und das ist sehr mächtig, wenn ich mich seit Jahrzehnten lang schämen muss dafür, dass ich da bin. Und das ist schon hart. Und dann habe ich immer versucht, alles richtig zu machen und verschiedene Lehrer und was weiß ich was alles. Und dann war ich immer ein guter Schüler, habe mich aber immer unbewusst die Scham reingelegt. Und du hast dich unbewusst? Geschämt dafür, dass ich über, also ich darf es ja, mir darf es ja nicht gut gehen. Oder was? Geh auf dein Zimmer und überleg, was du falsch gemacht hast. So. Ja, und dann schäme ich mich. Und dann war ich immer versucht, ein lieber Schüler zu sein. Und ich habe verschiedene Lehrer gehabt und ganz tolle Menschen getroffen, aber ich bin nie aus mir rausgekommen. Und das war dieses schämlich. Und das habe ich so entdeckt, dass mich das meine Blockade war. Ja. Und da konnte ich so viel positive Soßen oder was weiß ich, was drüber gießen. Die ist mächtig. Okay. Diese Aussage war sehr mächtig in mir. Ja, ja. Und das habe ich jetzt so entdeckt. Das hat viel in Bewegung gebracht, diese Entdeckungen. Ja, es ist wie ein Rausch gerade. Das ist gerade ist cool. Ne? So, ja. Ja. Schön. Ja. Schön. Das musste einfach gesagt werden. Dankeschön. Ja, ja, ja. Gut. Gudrun? Ja, hallo. Hallo. Ich hätte mal eine Frage, und zwar momentan spüre ich öfters einfach diese Angst, oder nicht diese Angst, diesen Schmerz über das Getrenntsein. Also dieses, und manchmal, also ich habe dann festgestellt, dass ich dann manchmal von diesem Schmerz in so ein, ja, wahrscheinlich so eine Art Selbstmitleid rutsch. Also, dass ich dann irgendwie so stundenlang, ja, in so einer Art Depression irgendwie, ich sag mal, mich suhle, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie egomäßig gefärbt ist. Mhm. Also, das ist dann nicht mal dieser reine ursprüngliche Schmerz, sondern das ist dann schon eine Reaktion darauf. Mhm. Und, naja, okay. Und da habe ich das Gefühl, dass es dann jedenfalls nicht gut ist, mich diesem Gefühl dahin zu geben, weil das auch überhaupt nichts bringt. Also da. Inhalten. Wenn du. Dein Wunsch ist, die Trennung zu beenden. Ja? Ja, ja. Wie? Klar. Nicht? Hatte ich dich so verstanden? Das ist das, worunter du leidest. Ja, aber das halte ich, sage ich mal, nicht unbedingt für möglich, sondern... Das hältst du nicht für möglich? Im Moment nicht mehr, ne. Also zumindest ist es nicht unbedingt das, was ich anstrebe. So. Ich meine jetzt nicht die Trennung zu einem bestimmten Menschen. Ja. Sondern die Trennung zum Ganzen. Ja, genau. Ja. Und dass diese Trennung aufzuheben, ist möglich. Ja, okay. Aber die Frage ist, ob es dauerhaft möglich ist. Und es ist dauerhaft. Erleuchtung, wenn Erleuchtung nicht dauerhaft das wäre, dann würde es sich nicht lohnen. Ja, genau. Ja. Wie jetzt? Wie jetzt? Ja, ja. Ja, aber sage ich mal, im Moment ist mein Weg eigentlich eher, dass ich versuche, mit dieser Trennung zu leben, ohne dem auszuweichen. Weil ich kann die Trennung ja selber nicht beenden. Reden wir von derselben Erfahrung des Getrenntseins? Sicherheit, also es geht um diese grundsätzliche Trennung. Ja, ja. Und da willst du dich jetzt mit abfinden? Also ich kann es ja selbst nicht beenden, deswegen... Doch, du kannst es beenden. Ja, wie soll ich das denn machen? Indem du dich auf den Weg machst, das zu tun, was nötig ist, damit Erleuchtung geschehen kann.
Weißt du, du leidest nicht nur darunter, dass das Getrenntsein da ist, sondern auch, dass du dich dem hilflos ausgesetzt fühlst. Und wenn du einen klaren Plan hättest, was und wie du gegen dieses Getrenntsein tun und wie du dem mit Aussicht auf Erfolg auflösen wirst, dann wird die Hilflosigkeit verschwinden und dann ist der Schmerz des Getrenntseins zwar noch da, aber wesentlich weniger quälend. Du bist mehr von der Hilflosigkeit gequält, in der du drin steckst. Aber ich meine, ist denn diese Strategie, die ich jetzt gerade so verfolge, ich will diesen Schmerz, sage ich mal, ich will dem nicht ausweichen. Gut. Ist doch erstmal gut. Oder? Meinst du, das wäre schon eine gute Idee? Aber wenn du dann hergehst und sagst, bei dem einen Gefühl, dem tiefen Schmerz, das bringt nichts, wenn ich da drin bin, Gefühle, die da sind. Nein, ich meine, der tiefe Schmerz, glaube ich, der ist gut, weil der ist ein echtes ursprüngliches Gefühl ist. Aber diese Depression, in die ich dann fall, die, glaube ich, ist eine Art von Ego-Aktion. Dass das Ego dann irgendwie sich selbst befriedigen will, indem es dann irgendwie denkt, naja, wenn ich schon nicht sein kann, dann will ich wenigstens jetzt besonders geholfen werden. Deine tatkräftige Haltung ist sehr erfrischend. Du gehst die Sache tatsächlich beherzt an, so wirkt es. Ja. Das ist erfrischend. Ja, ja, ich glaube, ich bin auch eine Körperfixierung. Ja? Ja. Ja. Ah, damit, dass es damit zusammenhängt, Dinge wirklich in Angriff zu nehmen. So, das Depressivsein ist ja nicht wirklich ein Gefühl, sondern Depressivsein ist eine innere Art von Betäubung gegenüber den Gefühlen. Ja, genau. Ja. Aber das Gefühl, was da zugrunde liegt, ist das Gefühl von Ohnmacht und Verzweiflung. Ja. Jetzt bei dir, in anderen Depressionen sind auch andere Gefühle, die da betäubt werden. Atme nochmal mit 2-3 Mal mit einem Seufzer aus. Dein beherztes Tun hat einen Haken und eine unnötige Anstrengung. Nämlich so ein Gefühl, dass du das alles alleine machen musst und dass da nicht wirklich Hilfe zu erwarten ist. Macht dich das nachdenklich? Ja, das stimmt. Das trifft zu. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie gut wir uns kennen, weil du ja jetzt auch da im Dunkeln. Ich war vor vielen Jahren mal in Berlin, aber danach war ich nur noch online. Also dann später erst wieder online. Aha. Ja, seit letztem Jahr. Das heißt, du wirst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern können. Was fühlst du jetzt gerade? Ja, jetzt eigentlich gerade nichts Richtiges irgendwie. Nochmal?
Jetzt fühle ich eigentlich gerade direkt nichts, sage ich mal. Also jetzt fühle ich gerade eher nichts. Ah, lass dich mal mehr auf das Innen ein. Deine Stimmung, in welcher Stimmung bist du gerade? Vielleicht auch ganz unterschiedlichem. Aufregung, Hoffnung. Ein bisschen so eine Abwehr, dass ich mich da jetzt auf das, was du so angesprochen hast, nicht einlassen will. So was ist so ein bisschen da, so eine Abwehr. Aber ist nicht schlau? Meine Abwehr ist nicht schlau? Ist nicht schlau, nein. Ist ganz sicher keine gute Idee. Und weißt du, das hängt zusammen. Wenn du dich so allein dem ausgesetzt weißt oder glaubst und denkst, das ist alles von dir alleine zu bewältigen ist, dann erscheint es viel leichter, dass man es nicht richtig schaffen könnte. Und dann kommt die Abwehr. Also es ist vielleicht auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bräuchte jemanden, der mich, also der mit mir so eine Art Einzelbetreuung oder Begleitung macht. Und sowas macht man, glaube ich, nicht. Und insofern habe ich im Moment tatsächlich niemanden. Doch, auch das machen wir. Mentoren und andere, die alle bei mir ausgebildet sind und so, machen das auch. Weißt du? Aber auch da ist so, dass du selbst glaubst zu wissen, was dir genau helfen würde, liegt auch schon daran, weil du glaubst, auch das selbst rausfinden zu müssen. Also ich glaube einfach, dass mir nur jemand helfen kann, der diese Gefühle kennt. Und der komplett da durchgegangen ist. Es ist, weißt du, du hast die Vorstellung, wer und was dir helfen könnte, was dir für Voraussetzungen haben müsste. Das kannst du alles gar nicht wissen. Es ist wirklich so, dass du die Dinge alle selbst zurechtlegst und selbst tun musst. Die Idee, alles selbst tun zu müssen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich nicht bereit wäre, Hilfe anzunehmen, aber es gibt einfach, ich suche ja eigentlich seit Jahrzehnten irgendwie und es gibt immer nur vorübergehend mal jemanden, wo ich das Gefühl habe, der könnte der Richtige sein und dann finde ich auch schon wieder verschwunden. So, dass du die Bereitschaft entwickeln könntest, dich an die Hand nehmen zu lassen. Und die Bereitschaft habe ich. Ja. Warst du schon mal in einem Sommerretreat? Bei dir jetzt nicht, in anderen schon. Also in anderen Sommerretreats war ich schon, aber bei dir jetzt noch. Und ist da was passiert? Ja, da ist schon was passiert. Auch Erleuchtung? Bei mir nicht. Bei anderen? Auch nicht. Auch nicht. Dann würde ich da nicht hingehen. Sommerretreat dauert 14 Tage. Ist definitiv das intensivste Seminar, was man während des Jahres machen kann. Wenn da keine Erleuchtung geschieht, geschieht sie nirgendwo. Und dann ist das kein Ort, wo man die Hilfe finden kann, die du brauchst. Wenn in meinen Sommerretreats in 14 Tagen niemand aufwachen würde, dann würde ich mir überlegen, ob es nicht angebracht wäre, den Beruf zu wechseln. Man kann auch in anderen Berufen nützliche Tätigkeiten machen. Weißt du?
Wozu soll man das machen, mit den Menschen arbeiten, wenn das, und zwar mit dem Versprechen, Erleuchtung zu vermitteln und zu unterstützen, wenn es gar nicht passiert? Hm. Was macht das dann für einen Sinn? Es führt dann dazu, dass jemand wie du sagt, ja, das ist so weit weg, dass ich mich, meine Aufgabe darin besteht, mich mit diesem Schmerz des Getrenntseins abzufinden. Hm. Hm. Ja. Weißt du, wenn du zu mir 14 Tage zum Sommerretreat kämst, die Wahrscheinlichkeit, Erleuchtung zu finden, liegt im Schnitt sowieso bei ungefähr 10%. Hm. Nachdem, wie viel du schon vorgearbeitet hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den 14 Tagen Erleuchtung findest, ungefähr bei 25%. Mhm. Hm. Und das ist das Tragische, dass so viele Satsang und sonst was anbieten, aber dann bei denen so wenig passiert, dass die Menschen resignieren und dann, gut, ein bisschen hat sich verändert, klar, ein bisschen ist leichter geworden, ein bisschen mehr Bewusstsein, ja, aber Erleuchtung geschieht nicht und dann resignieren die Menschen. Und das ist das Tragische. Das ist das Furchtbare. Ja. Denk mal darüber nach und dann guck mal ein bisschen in dieses Buch Ein Kurs in wahrem Loslassen. Durch. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, das letzte Kapitel, so das letzte kurze Kapitel, wie es weitergehen soll, als erstes zu lesen, damit die Perspektive deutlicher wird. Weil wenn man von vorne anfängt, dann ist die Perspektive von Erleuchtung nur so ein bisschen angesprochen. Die entwickelt sich erst während des Buches, diese Perspektive der Erleuchtung. Das ist halt so. Das ist halt so. Aber die anderen Dinge, die da drin enthalten sind, das sind alles die Übungen und die inneren Schritte, die nötig sind, um in den Zustand zu kommen, dass Erleuchtung geschehen kann. Das Buch ist auch so strukturiert nach den 7 Schritten des Loslassens. Früher hießen die 7 Schritte zum Aufwachen. Ja. Und guck da rein und dann nimm die eine Übung, die andere, nicht alle. Das ist ja voller Übungen, das Buch. Die Übung, die dir zusagt, die was bewegt und so. Hm. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann überleg dir das mit dem Sommerretreat. Besteht denn eventuell bei dem Sommerretreat, also wenn man jetzt mal irgendwie ein Thema hat und man möchte das jetzt mit vor 30 Leuten und so weiter irgendwie ausbreiten, besteht denn eventuell auch mal die Möglichkeit, mit dem mal für, was weiß ich, 20 Minuten irgendwo alleine zu arbeiten? Die Möglichkeit gibt es und ich habe eine Reihe von Mentoren, die die Arbeit über 10 Jahre kennen, die in den langen Mittagspausen zwischen 12 und 16 Uhr auch Einzelstunden anbieten. Mhm. Ja, das ist eine sehr hilfreiche Ergänzung, so dass man, also mit mir wirst du auch sprechen können, aber meine Zeit ist so begrenzt. Mit so einem Mentor kann ich dir wirklich dann
ganz beruhigt, dich in deren Hände, Mentor oder Mentorin, begeben, die können dir da gut weiterhelfen und vor allem, ja, die wissen auch, was ich sagen würde. Mhm. Ja? Ja, okay. Ja, danke. Ja. Ich drück dir die Daumen. Und finde dich nicht mit zu wenig ab und ja, das ist unangebracht. Hm. Ja? Ja. Ja. Ja, danke. Ja auch. Jenny? Ich hoffe, man hört mich einigermaßen. Ja. Ja? Ja. Super. Ich war schon mal in einem Seminar bei dir und habe auch deine Arbeit verfolgt in der letzten Zeit und auch das Buch gelesen, von dem du gerade gesprochen hast. Oder bin noch dabei. Also ich lese da immer so quer drin, weil ich bestimmte Übungen dann mache. Und ich hatte jetzt eine Erfahrung gemacht und wollte dich dazu fragen, weil ich die noch nicht gekannt habe und aber gehört habe bei euch. Und zwar wurde ich so gezogen, also ich hatte kein Sinkengefühl, sondern wirklich so mein ganzer Körper, meine Haut oder es fing an in meinen Händen, glaube ich, die waren so am ruhigsten und dann wurde das so ganz schwer alles und ich wurde so richtig stark gezogen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt eingebildet habe oder, also eingebildet habe ich es mir nicht. Es ist genau, das ist gut, ja. Aber ich, also ich hatte auch so eine Freude, weil ich gedacht habe, das könnte das jetzt sein. Und da habe ich mich total gefreut irgendwie. Aber mir war halt ganz schlecht auf einmal. Also ich habe das dann dreimal so angesetzt. Also das hat dann immer wieder aufgehört. Und dann habe ich aber wieder begonnen. Also ich habe mich da wieder drauf einlassen wollen, weil ich toll fand irgendwie auch, dass das jetzt da ist irgendwie. Und gleichzeitig hatte ich aber auch Angst und vor allem so eine Übelkeit die ganze Zeit. Also ich habe auch so Panik, so ein bisschen Probleme mit Panikattacken gehabt in der letzten Zeit noch. Und das kam, es war so ein bisschen wie zusammen, als ob das so gemeinsam da war. So ein bisschen diese Ängste. Aber ich konnte mich denen auch eigentlich so ganz gut überlassen. Es ist aber trotzdem dann vergangen, dieses gezogen werden. Das ist ja. Weißt du, wir sind so gewohnt, uns so getrennt wahrzunehmen. Da ist so der Körper und der besteht aus zu 70% aus Wasser und drumherum ist so eine Haut, weil wir sonst ja auch wegfließen würden, ne? Aber das hält uns alles zusammen. Und das, was hier drin stattfindet oder was wir glauben, was hier drin, das nennen wir Ich. Und das, was draußen stattfindet, das nennen wir das Draußen. Aber das ist eine Gewohnheit, das so zu trennen. Ja. Sodass die Erfahrung, die du da gemacht hast, durchaus real ist. Sie ist, sagen wir mal so, weder häufig noch selten, irgendwo ist dazwischen. Dass man die Erfahrung hat, als wenn man von außen berührt würde, aber nicht einfach so beiläufig und zufällig und auch nicht ohne Sinn, sondern dass einem damit ein klarer Sinn und Bedeutung mit verbunden ist. Und diese Bedeutung, die du erlebt hast, war ein Zuspruch, eine Unterstützung, es hat sich gut angefühlt. Du hast dich gefühlt als jemand, die sich nicht alleine zu fühlen braucht, die Anwesenheit von etwas anderem gespürt.
ne? Ja, also es war auf ihr. Mm. Und als eine Unterstützung während einer Übung, wo es darum ging, nach innen zu sinken oder wo du wenigstens darauf ausgerichtet warst, als eine Unterstützung erlebt. Und wenn man tiefer sinkt, dann erlebt man typischerweise, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr häufig, ein nach unten gezogen werden, aber nicht als körperliche Erfahrung, sondern als seelische Erfahrung während des Sinkens. Und was bedeutet das? Das muss man sich und kann man sich deutlich machen. Es bedeutet, dass man sich gezogen fühlt, dass man in die Unendlichkeit hinein, dass man die Unendlichkeit erlebt als das aktive Moment, das mit einem etwas macht, nämlich in die Tiefe zieht. Und so auf diese Weise erfährt man dann, dass das Absolute, dass die Unendlichkeit mit einem etwas tut, was dann dazu führt, dass Erleuchtung geschieht und dass man dann umso leichter als das wahrnehmen kann, was es ist, nämlich ein Geschenk. Mhm. Und diese Energien, die überall sind, in dem Feld, in dem wir uns bewegen, von dem wir eher ein Teil sind, als dass dieses Feld nur etwas Äußeres wäre. Und wenn man das wahrnimmt, dann denkt man mehr in Prozessen und Energien und nicht so sehr in abgrenzbaren Gegenständen und auch noch nicht mal so sehr in abgrenzbaren Personen. Mhm. Und dann machst du es richtig, wenn du es als diese unterstützende Geste erlebst, und machst du es definitiv richtig. Jetzt ist es allerdings so, dass solche Erfahrungen im Unterschied zur Erfahrung des Sinkens, darauf kann man sich ausrichten und mit Hilfe der Bewusstseinsübung auch darauf einstellen und sich diese Erfahrung zu nähern suchen, sind diese anderen Erfahrungen, dieses körperliche Berührtsein, nicht etwas, was man wieder herbeiführen kann. Aber was du tun kannst, mach mal die Augen zu und stell dir vor, dass jetzt im Augenblick diese Kraft da wäre und diese Berührung geschehen würde. Und jetzt sprich mal zu diesem. Also, du Kraft, du bist ganz stark, auf jeden Fall. Und ich freue mich irgendwie, dass du da warst oder da bist. Da bist, weil das mir irgendwie Hoffnung gibt. Das gibt mir so Hoffnung, weil das so nicht von mir kam. Also das war so schön, das zu fühlen, aber auch beängstigend irgendwie, aber auch total schön. Total schön und voller Freude und der Freude darüber, nicht allein zu sein. Und was ist beängstigend daran? Sag das auch diesem. Also dazu kam ja noch das Gefühl, dass mir dann so schlecht wurde. Und dass ich so
auch so ganz starke Herzklopfen hatte und so ein bisschen, also so ein Angstgefühl kam auch. Ja. Aber genau. Das Gefühl von Übelkeit ist in aller Regel oder sehr häufig die Folge davon, dass die Bauchdecke zu angespannt ist und dann in der Situation noch stärker angespannt wird und dadurch der Magen zusammengequetscht wird der Magen kann nicht so richtig unterscheiden, ob der Druck von außen oder von innen kommt und der will dann, denkt dann erstmal alles rausbringen, was drin ist, damit der Druck weniger wird. Also wenn es dir da gelingt, dich in den Bauch hinein zu entspannen, dann kann sich der Magen lösen und wieder Raum und Platz haben und ja. Es war trotzdem so eine schöne Erfahrung, dass das so kam irgendwie, dass das nicht von mir gemacht war, ne? Oder so. Auf jeden Fall, ja. Total ein schönes Erlebnis irgendwie. Genau. Dass dir Hoffnung gibt und dass die Bedeutung hat, nicht alleine zu sein und so. Und das bist du nicht. Das bist du nicht. Das ist schön, ja. Und darum ist es richtig, das als diese schöne Erfahrung zu behalten. Okay. Also ich habe so versucht, das wieder zu wiederholen und ein bisschen kam das auch irgendwie sowas in der Art. Ja. Du meintest ja gerade, das geht gar nicht, ne? Das. Nein, ist ja, machen wir weiter. Aber ich hatte jetzt irgendwie so eine, die Neugierde, in, also beim Denken oder wenn man sich so hinsetzt dann und so versucht, ruhig oder so zu werden, dann die Neugierde ist noch größer geworden, was da. Ja. So, ne? Ja. Meine Anregung ist die, setz als erstes einmal diesen Dialog fort, den wir gerade eben begonnen haben. Und dann höre auch hin, ob Worte kommen und so eine Antwort bekommst. Mhm. Und gleichzeitig mach die Bewusstheitsübung und dann lass dich wieder blicken. Mhm. Ja? Dankeschön. Mhm. Dir auch. Unsere Zeit neigt sich dem Ende. Vielleicht ist es gut, nochmal die Augen zuzuschließen. Wahrnehmen, was du fühlst. Dich in das, was du fühlst, hineinsinken zu lassen. Und es ist gut, das zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach innen gehen, fühlen und dich für das Sinken öffnen. Du merkst, dass wenn du dich für das Sinken öffnest, dass dann gleichzeitig mehr Loslassen geschieht.
Dann kannst du langsam die Augen wieder öffnen. Hier ist noch eine Frage, die von YouTube-Teilnehmerin gekommen ist. Die sehe ich jetzt leider erst. Darum kann ich jetzt so schnell nichts dazu sagen. Aber komm mit der Frage, wenn es irgend geht, auf irgendeine Weise auf mich zu, damit ich dir was dazu sagen kann. So müssen wir das jetzt im Augenblick machen. Ich glaube, ich kann jetzt auch gar nicht im Chat antworten. Das sind die Vor- und Nachteile der YouTube-Situation. Aber wenn du das jetzt noch hörst, sorg irgendwie dafür, mit mir in Kontakt zu kommen, dass ich dir was zu der Frage sagen kann. Was ich gerne möchte oder gerne tue, ist, nochmal auf die beiden Sommerretreats hinzuweisen und auch, wer seine Fixierung noch nicht kennt oder seine Fixierung kennt, aber mit der Fixierung noch nicht zu arbeiten weiß, mit der Charakterfixierung also, mit seinen inneren Beweggründen und den tieferen Intentionen und Verhaltensstrukturen und Mustern, Verhaltensmustern, der tut gut daran, das Enneagramm-Seminar zu besuchen, das irgendwann im Laufe des Mai, 10 Tage vor Pfingsten, in Berlin stattfindet und online stattfindet. Also da gibt es das Enneagramm-Seminar, wo man sehr, sehr viel über sich selbst und über andere kennenlernen kann. Und das andere ist der Hinweis auf die Sommerretreats. Und zum Schluss noch ein weiterer Hinweis. Die Montagabende sind kostenfrei. Wer aber mit einer Spende die Arbeit unterstützen möchte, der kann das gerne tun und dazu entweder auf der Webseite oder jetzt gleich noch im Chat eine Kontonummer sehen, auf die man dann etwas, ja, die Bankverbindung für den Verein, der auch die Arbeit unterstützt, den wir gegründet haben, über den dann auch eine Spendenbescheinigung angefragt werden kann, die man von der Steuer absetzen kann. Ich wünsche euch einen schönen Frühling. Freue mich, euch wiederzusehen, wann auch immer. Einen schönen Abend noch und eine gute Zeit. Ciao, Christian. Danke dir. Danke. Danke. Danke dir. Dankeschön. Danke, Christian. Danke, Christian. Danke, Christian. Danke, Christian. Ciao. Tschüss und danke. Ja. Danke.